Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr das fünfte Türchen geöffnet habt. Hell yeah, this shirt is just amazing. Falls ihr euch gerade fragt, wo ich dieses mega fashion coole T-Shirt habe, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn ich zeige euch, wie man aus einem einfachen weißen Low-Life Basic Shirt noch was richtig Cooles rausholen kann. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein stinknormales weißes Basic-Shirt, wofür ihr am besten keine Verwendung mehr habt. Außerdem braucht ihr ein Motiv, was auf euer T-Shirt drauf soll. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Ich war zum Beispiel in einem Vintage-Store in Düsseldorf, habe da eine Jacke gesehen und ich fand das Muster mega cool. Und die Jacke hat 300 Euro gekostet und ich dachte mir so, ey, I can do it by myself. Yes. Und damit euer T-Shirt auch länger in eurem Leben bleiben kann, braucht ihr natürlich auch die Farbe, die lange hält. Und das ist die Textilfarbe. Ich habe mir die von Idee gekauft. Die haben mega schöne Farben, also vor allem das Blau, wie man hier erkennen kann. Also so, die sind richtig boom, in your face, bitch. Ich zeige euch jetzt einfach mal in ganz kurzer Form, wie ich das gemacht habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier gerade bei der T-Shirt-Making-Station. Und zuallererst legt ihr erstmal so ein Stück Pappe zwischen eure zwei T-Shirt-Seiten, damit am Ende nichts durchdruckt und damit ihr das Motiv auch besser auf euer T-Shirt zeichnen könnt. Jetzt könnt ihr anfangen, euer Motiv erstmal mit Bleistift auf euer T-Shirt zu zeichnen. Wenn ihr fertig damit seid, euer Motiv mit Bleistift auf euer T-Shirt zu bringen, dann ist das Ganze jetzt eigentlich sehr easy und fast wie Malen nach Zahlen, denn jetzt müsst ihr es nur noch ausmalen. Wenn ihr fertig mit dem Bemalen seid, lasst es am besten über Nacht trocknen, weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass es am nächsten Morgen auf jeden Fall nicht mehr nass ist. Ihr könnt es auch föhnen oder sonst irgendwas, aber ich habe keinen Föhn zu Hause. Und dann ist auch schon euer High-Fashion, self-designedes Shirt ready. Und wenn euch dann jemand fragt, ey yo, von wo hast du das coole Shirt? Kannst du einfach ganz cool sagen, self-made bro. Ich hoffe, ihr heißt bald alle Lagerfeld mit Nachnamen und isst nur noch Kokos-Chanel-Nüsse. Das war das Video für heute. Falls es euch gefallen hat, zeigt mir das auch. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn wie gesagt, es kommen jeden Tag Videos. Und ich hoffe, ihr habt den Buchstaben gefunden, der sich auch in diesem Video versteckt hat. Und schreibt sie euch fleißig auf. Ist das ihr Highlight oder Schweiß? Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen und bis zum Morgen.